Alles klar. Nee, genau. Was? Okay. Hier direkt Erzählung beginnen. Alles klar, mal gucken. Es hat etwas Wunderbares, ohne Ziel durch die Straßen einer Stadt zu streifen. Keine Ausreden mehr, Lambur. Findet sie einfach. Okay, die ist auch hier. Deswegen geht da wahrscheinlich noch nicht die Quest, weil sie eigentlich. Na, egal. Schaut, was das Meer ausgespuckt hat, Lambur. Könnte genau das sein, was wir brauchen. Möchtet ihr euch gerne leichtes Geld verdienen? Wieso will leicht kein Geld sein? Ich plane einen Beutezug. Einen großen. Jeder, der mir dabei hilft, wird reich werden. Aber ich brauche Leute, die nicht von hier sind, die nicht auf der Gehaltsliste von Oberhaupt Bosek stehen. Immer noch interessiert? Für diese Arbeit braucht man besondere Talente. Wenn ihr mir beim Anwerben der Leute helft, die ich brauche, dann bekommt ihr auch einen Anteil von den Einnahmen. Also, was sagt ihr? Die drei Leute, die ich brauche, sind Lerissa, die Gerissene, Jakan und Neramo. Alle drei oder auch nur einer von ihnen würden mir reichen. Warum muss ich immer noch mit dir reden? Ich habe Interesse an Lerissa, der Gerissenen, Jakan und Neramo. Sie ist eine alte Freundin und Kapitän auf der Jungfernhauch. Noch dazu ist sie eine Meisterin der Tarnung. Das kann uns noch nützen. Die Seedrachen haben ihre Spielereien am Leuchtturm benutzt, um ihr Schiff in der Nähe von Heilighafen auf Grund laufen zu lassen. Rettet sie, und sie wird sich uns vielleicht anschließen. Ihr werdet sie nicht entdecken. Sie bleibt immer gut versteckt. Die beste Idee ist wahrscheinlich, nach ihrem Affen Heuler zu suchen. Sie sind nie weit voneinander getrennt. Findet diesen Affen, und ihr werdet auch Lerissa finden. Diese Verräter sind desertiert. Wisst ihr, an den Galeonen der Bretonen kann man sich ein Vermögen verdienen. Die Sache ist nur die, dass König Faharajat uns dazu aufgerufen hat, die Überfälle auf die Bretonen einzustellen, weil wir jetzt ja alle zum Dolchsturzbündnis gehören. Als loyale Rotwardonin habe ich ihm natürlich gehorcht. Jetzt brauche ich das nicht mehr, okay. Aber suche ich jetzt nach allen drei oder noch einen? Finde Teule. Achso, das geht nach und nach. Okay. Das ist ja dumm. Was habt ihr denn damit vor? Hier ist auch so viel. Das war einfach. Das ist auch feindlich. Affe, oder?
Nun ja, mit jemandem wie euch habe ich ganz und gar nicht gerechnet. Deswegen steht ja ein Typ hier. Reden wir. Was führt euch in diese Müllhalde? Mich an euch anschleichen? Das ist nun mal meine Art. Heuler zieht alle Aufmerksamkeit auf sich und ich übernehme das Anschleichen. Und jetzt beantwortet meine Frage. Was wollt ihr hier? Mein Schiff mag nur noch ein Haufen Treibholz sein, aber meine Mannschaft lebt noch. Und Kapitän Helane hat sie in ihrer Gewalt. Ohne sie gehe ich nicht. Helft mir, meine Mannschaft zu retten, und ich werde euch bei Kalens großem Beutezug helfen. So schnell hätte ich nicht mit Hilfe gerechnet. Erinnert mich daran, Kalen zu danken, wenn wir hier fertig sind. So schnell hätte ich nicht mit Hilfe gerechnet. Wir werden meine Mannschaften als Seedrachen verkleiden. Nehmt diese Kleider. Sucht nach einem korpulenten Bretonen, einem griesgrämigen Rotwardonen und einem großen Ork. Die Drachen halten sie in den großen Gebäuden gefangen. Trefft mich, sucht in den Wäschekörben nach passender Kleidung oder tötet einen Seedrachen und nehmt ihm seine ab. Zieht sie euch über, um nicht weiter aufzufallen. Oh, aber achtet auf die Seedrachen mit den Fackeln, die sind nicht betrunken. Wenn ihr zu nah an sie herankommt, entdecken sie euch und alarmieren die anderen. Denkt daran, ihr findet Kleidung in Wäschekörben oder muss ich Seedrachen. Mach die so weg. Einfach alles wegklatschen, was er findet. Hä? Das ist auch schon was. Ich werde mich jetzt entschuldigen. Setzt euch. Wärmt eure Knochen. Seht ihr die beiden toten Piraten? Sie haben Gewell den Faulen getötet. Ich mochte ihn. Der einzige Pirat, den ich kannte, der Ratten mochte. Jetzt sind die Piraten, die ihn ermordet haben, Rattenfutter. Passt irgendwie, nicht wahr? Okay. Ja. Warum auch immer. Ich will doch hier die anderen befreien. Warum soll ich immer wieder zu Larissa gehen? Keine Ahnung, wer ihr seid. Aber ihr solltet abhauen, wenn ihr nicht wollt, dass die Seedrachen euch ausweiten. Ha, noch einer von Helanis Tricks. Mich erst freilassen, um mich dann zu jagen und beinahe tot zu prügeln. Nun, ich werde das Risiko eingehen und versuchen, nach Hundingshafen zu flüchten. Wollen wir mal sehen, wie weit ich komme. Ich gebe euch einen Rat. Geratet nicht in ihre Gefangenschaft. Wenn ihr nicht fliehen könnt, solltet ihr den Tod im Kampf suchen. Ja, ja. Das ist ein tolles Gebiet zum Sammeln. Noch ein Folterknecht von Helane. Und noch hässlicher als der letzte. Hey. Ich wusste, dass sie mich hier nicht verrotten lässt. Schnell, bindet mich los. Die Seedrachen haben die letzten Stunden damit verbracht, mir die Finger zu brechen.
Ich kann zwar kein Schwert führen, aber wenigstens kann ich auf meinem Weg hier raus noch ein paar von ihnen erwürgen. Diese Seedrachen sind eine Schande für die Piratenzunft. Tötet jeden einzelnen von ihnen, der euch begegnet. Das sowieso. Auf deine Boobies. Der Tag wird unser sein. Wie greift mich denn an? Von wo? Da. Wer seid ihr? Was wollt ihr hier? Den Acht sei Dank. Ich dachte schon, ich müsste hier drin sterben. Helane kam vor einer kleinen Weile hier vorbei, hat mir gesagt, ich soll mich schon mal darauf freuen, wie mir öffentlich die Haut abgezogen wird. Dann hat sie mich grün und blau geprügelt und dabei die ganze Zeit gelacht. Was für eine eiskalte Hexe. Auch die wird sterben. Haltet euch von Helane fern. Sie ist ein Monster. Schmeckt unseren Stahl. Außerin, du bist Zauberer, du hast keinen Stahl. Beziehungsweise du bist Heiler. Schön, euch zu sehen. Ich habe alle außer Krenat, Herdon und Mekak befreit. Hattet ihr Glück? Dann sind wir ja fast fertig. Außer meinem ersten Maat Deregor sind alle raus. Sie halten ihn im Bauch von Helanes Schiff gefangen. Ihr findet die Schlüssel unter Deck. Sucht im hinteren Teil nach Deregor. Schiff, okay. Komm nicht rein. Achso. Wer in aller Daedra-Namen seid ihr? Ja? Ha! Ich wusste, dass sie davongekommen ist. Helani sagte zwar, sie hätte sie Kiel holen und erschlagen lassen, aber ich wusste es besser. Man nennt meinen Kapitän nicht umsonst die Gerissene. Befreit mich aus diesen Fesseln und dann hauen wir hier ab. Kapitän Lerisa lässt niemanden zurück. Sorgt dafür, dass sie wohlbehalten ist. Jetzt komme ich aber hier rein. Ja, jetzt komme ich rein. Moment.
Ihr seid nicht mein... Was habt ihr... Habt ihr mich vergiftet? Ach du meine Güte, Kapitän. Alles okay? Ich zerlege euch wie eine Mastsau. Schneide euch eure Augen raus. Brate euch. Wie ihr es mit meiner Mannschaft getan habt? Ah. Nein, das wird nicht nochmal passieren. Och, sie ist hingefallen. Meine Güte, das war toll. Ich? War ich das etwa? Ihr ausgehungertes kleines Kajütenmädchen könnt ihr vielleicht das Getränk vergiftet haben. Wer weiß das schon? Hat es Derigo rausgeschafft? Ich mache mich lieber auf den Weg. Ich habe meiner Mannschaft gesagt, dass sie sich am Strand versammeln soll. Ich werde mich vergewissern, dass es alle rausgeschafft haben. Trefft mich dort und wir klären dann alles. Mein scheint wohl gefährlich zu sein, deswegen. Noch irgendwas hier? Irgendwie nicht. Ich bin auch dran. Das ist ein tolles Gebiet zum Sammeln. Meine Mannschaft ist in Sicherheit und wurde nur ein klein wenig gefoltert. Wenn das mal kein Erfolg ist. Viele Kapitäne, die auf dem Meer hier in der Gegend segeln, werden sich über diese Neuigkeit freuen. Sprechen wir über Gefallen. Ich schulde euch einen großen. Für meinen Geschmack ist sie etwas zu besessen vom alten Faharajad. Aber ich mag ihren Stil. Da ich ja ein neues Schiff brauche, sollte das Gold noch nützlich werden. Ich bin dabei. Ich kann das, was ihr für uns getan habt, nicht unbelohnt lassen. Wir sehen uns in der Stadt. Ihr da! Hey, ihr! Hey, ihr! Ja, ihr! Nope, nicht mehr heute.